Ja, ist auf dich, Ingo, einmal so. Ja, finde ich auch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall immer auf Ingo. Ja. Und immer dann, wieder. Wir sind hier in Hamburg und wir stoßen jetzt erstmal auf dein neues Studio an. Yay! Pilates Zentral in St. Georg. Ja. So. Zum Wohl. Wir haben das schon zweimal versucht ohne Prosecco und vielleicht geht es jetzt mit. Mal gucken, mal schauen. Ja. Ja, wir sind spontan in Hamburg. Allerdings spontan. Ja, super. Ja, super. Ich habe angerufen, das sofort zurückgerufen. Ja, klar, komm, ich habe Zeit. Das machen wir. Super, total gut. Ja, habe mich auch gefreut. Hamburg ist ja auch tatsächlich eine Reise wert. Ich weiß gar nicht, warum wir das erste Mal jetzt hier sind. Und das Studio ist echt schön. Also, ich würde sagen, es passt einfach 100% zu dir. Man kommt hier rein und es ist so, oder? Ja, total. Also ein kleiner Raum und naja, so klein ist er gar nicht. Stimmt gar nicht. Nee, stimmt gar nicht. Aber es ist ein Raum. Ja, auf jeden Fall. Ein Raum und wirklich, es passt wirklich zu mir. Und das Tolle ist, ich wohne auch noch nebenan. Die ganzen Kilometer, die ich durch die Stadt geradelt bin in den letzten 10, 12 Jahren, die habe ich jetzt direkt neben der Tür. Das ist total schön. Das ist auch wirklich so gewonnene Lebenszeit, finde ich. Ich habe das ja auch, das ist so ganz nah ungefähr auch so. Und es ist so, wenn ich mir manchmal vorstelle, wie lange einige Leute jeden Tag zur Arbeit hin und zurück, das ist ja, und dann wieder noch im Stau stehen. Ja, ja, das genau. Ist, ja, ganz toll. Ja. Und erzähl doch mal, wie du an dieses Studio gekommen bist. Das finde ich nicht schön. Ich bin im Sommer, letzten August, war ich ganz kurz in Urlaub und bin wiedergekommen, bin morgens laufen gegangen und dann hing, das ist da große Schaufenster, hing ein kleiner Zettel in dem Schaufenster. Wir suchen Nachmieter für Oktober letztes Jahr. Und mein Herz schlug höher, weil ich liebe diesen Raum hier seit 10 Jahren. Also man kann hier ganz toll durchgucken und ich bin wirklich verliebt in den Raum. Dachte, boah, der hat so eine gute Atmosphäre. Ja, und dann bin ich direkt nach dem Laufen hier, also habe erst geduscht, und dann bin ich hier reingegangen und habe mir das alles angeguckt. Und lange Rede, es passte alles wunderbar. Das waren Innenarchitekten, ganz nette, die vorher hier drin waren. Und wir haben uns gut verstanden und der Vermieter fand mich auch gut und auch was ich vorhabe, so was ganz anderes hier. Und so bin ich jetzt hier drin und ich bin enorm glücklich, dass so zu haben und auch wie besonders das ist, seinen eigenen Raum zu haben. Also ich merke einfach, dass es eine ganz andere Ruhe nochmal reinkommt und man hat viel mehr Raum im wahrsten Sinne des Wortes, um Dinge auszuprobieren. Also wirklich dran zu bleiben und sich auch mal zu trauen, an was dran zu bleiben, wenn es auch mal nicht so lecker ist, so. Also ne, nicht so schmeckt. Ne? Wo geht's denn da jetzt hin? Was soll das eigentlich? Okay. Und das finde ich, weißt du, was ich meine? Es gibt auch Sachen, da denkt man, irgendwie kommt das nicht so in meinem Körper an oder ich kann die Übung nicht ich weiß nicht, wie ich das meinen Teilnehmern vermitteln soll. Und ich bekomme, also ich merke das bei mir, ich kriege eine andere Ruhe hier. Ich habe auch gedacht, vielleicht, es gibt ja diese Aussage von Pilates selber, ich kann sie nie wirklich zitieren, nach 10 Stunden spürst du den Unterschied, nach 20 Stunden weißt du, wie mal 39 hast du einen neuen Körper. Genau, hast du einen Körper. Einen neuen Körper. Noch auf den. Ja, ich auch. Und ich habe neulich gedacht, irgendwie ist es auch so ein bisschen, also ich bin jetzt seit gut über 10 Jahren wirklich als Trainerin und Ausbilderin unterwegs. Und ich habe das Gefühl, nach 10 Jahren merkt man nochmal den Unterschied. Also es passiert gerade nochmal so ganz viel Neues und da bin ich sehr neugierig und offen. Ja. Und jetzt in dem Studio, was bietest du jetzt hier an? Also ich habe 2 Allegros gesehen, haben jetzt mit dem Motor gedreht. Und machst du nur Einzeltrainings? Nein. Ich habe Gruppen und da passen also wirklich richtig gut 8 Leute rein. Ja, also und 9 auch noch. Ne? Ja, also so mehr mag ich aber auch nicht. Und entweder Mathe, ich habe unglaublich viele Kleingeräte, die ich mir über die Jahre angesammelt habe. Also so bin ich auch hier wirklich in ein gut üppiges Studio gekommen oder bin damit gekommen. Guck dahin, weil da auch UFs sind. Ja. Also ich mag die UFs auch sehr gerne, habe eben Rollen und so, also ganz viele Kleingeräte. Ich habe 2 Chairs, ich habe das Springboard und ich mache eben demzufolge, ob ich Einzeltraining, Duo-Training, Matte oder auch ganz viel Studio, also Zirkel. Und das auf meine Art und Weise, weil ich habe auch noch die Slings, die von oben von der Decke kommen. Ja. Machen wir nächstes Mal eine Stunde. mit denen ich auch unglaublich gerne arbeite. Also das ist wirklich ganz schön und das ist, also da auch zu entdecken, was kann ich welchem Teilnehmer wie geben, was unterstützt ihn, wo spürt man es besser. Und ganz viele Leute, die lange Jahre bei mir sind und jetzt die Geräte kennenlernen, dann so, wow, ach, so geht die Übung und so tief. Die hatten vorher die Geräte nicht. Nee, die kannten die nicht. Ach so. Ja, ja.
ganz viele haben nur Mathe gemacht bisher und da kannst du Kleingeräte benutzen, kannst da viel unterstützen. Das ist auch schon klasse. So kam ja auch, ich glaube, so entsteht auch die Arbeit mit den Kleingeräten immer mehr, ne? Dass du versuchst, das von den Geräten zu übersetzen. Ja. Und, nicht einfach nur, damit man jetzt ein Kleingerät hat. Nee, auf so, keinen Fall. Ja. Hier ist es jetzt so ein bisschen umgekehrt. Mhm. Ne? Die ganzen Teilnehmer, die meine Kleingeräte kennen, die kriegen jetzt mal so den Geschmack von den Geräten. Und das ist toll. Mhm. Ja. Also da wächst auch nochmal was Neues, so, ne? Weil alle mitgekommen sind und so. Ganz toll. Schön. Ja. Ja. Schön. Ja, das ist natürlich toll. Du hast die Leute in Hamburg schon gehabt, die schon seit Ewigkeiten ja mit dir trainieren. Ja. In der letzten Zeit eben, ja. Dass sie hierher kommt. Also ich finde, man spürt es. Also ich nicht, dass die Leute hängen gelernt habe, aber man kommt hier rein und es ist wirklich eine schöne Energie. Wunderbar, vielleicht passt das mal. Ja. Das füllt dich jetzt wahrscheinlich im Moment voll aus, oder? Dein eigenes Studio. Ja, also so, ich habe jetzt im Juni wieder mal ein Ausbildungsseminar Advanced für Pilates Body Motion, für die ich ja auch Referentin bin. Aber bin ganz froh, dass ich jetzt so eine Pause hatte. Also so. Ja. Die wirklich eben den Fokus hier rein geführt hat. Ja. Und ich mache jetzt nochmal viele Fortbildungen. Genau, ich habe jetzt die Rebody Fit Coach Fortbildung gemacht. Die war auch sehr schön, also nochmal von einer anderen Richtung zu gucken und das zu verbinden mit der Pilates-Methode. Was kommt woher? Das finde ich immer sehr spannend. Mhm. Und jetzt gehe ich wieder ein bisschen mehr in den Atem und ich bin ja auch bin auch ausgebildet in Qigong. Das wusste ich gar nicht. Mhm. Guck mal, wie oft müssen wir eigentlich miteinander sprechen? Um Das habe ich aber bisher auch nie angeboten. Immer nur in Workshops. Mhm. Und das wird sich hier jetzt auch ändern. Also bis hier Qigong. Ja, genau. Also ich mache jetzt erstmal wieder eine Fortbildung, also auch um das nochmal zu festigen, also wieder tiefer reinzutauchen. Ja. Und dann gucke ich mal, wie das so dazu kommt. Ja, wunderbar. Mhm. Mhm. Finde ich auch ganz schön. Ja, es gibt einfach eine ganz andere Ruhe. Ne? Also wäre auch toll, wirklich für Lehrer, also für Pilateslehrer und für Therapeuten, dass sie einfach lernen, wie man sich vielleicht wieder sammelt. Abgrenzt. Ja, absolut. Absolut. Ne, ja. Vor allem, was einem da so an Energien am Tag entgegenkommt. Ne? Du hast doch auch ein Seminar angeboten, oder du bietest ein Seminar an, Präsenz für Körper und Stimme. Oder ich weiß, dass du es erweitern wolltest. Wie sieht das denn damit aus eigentlich? Es gibt ja Dinge, gut, Dinge will Weile haben. Ja. So, und das hat jetzt, also eben viele andere Dinge haben seinen Platz gebraucht. Und da glaube ich, dass das eben auch hier nochmal einen anderen Raum bekommt zu wachsen. Also, und was du gerade gesagt hast mit dem, also auch für sich seine Energien wieder zu sammeln. Mhm. Ne? Wie gehe ich raus auf die Menschen zu oder was nehmen sie mir auch oder wie kann ich mich abgrenzen? Und das ist für mich gar nicht so diese psychologische Geschichte oder auch wie präsentiere ich mich, besonders erfolgreich, sondern das hat wirklich ganz viel mit Authentizität zu tun. Und da ist jeder Trainer anders, da ist jeder Mensch anders, zum Glück. Ja, das wäre sehr langweilig sonst. Und ich finde, also so bin ich auch aus meinem ursprünglichen Beruf, aus der Schauspielerei, war das ganz viel, ich habe unglaublich viel über den Körper gearbeitet. Also es gibt Schauspieler, die arbeiten viel über den Text und über den Intellekt und machen viel darüber und ich bin ganz viel über den Körper gegangen. Mhm. Also so wirklich auch über die Stimme, den Körper zu öffnen und die Kraft zu bekommen und so. Und ich finde das eine großartige Arbeit, auch um sich selber anders wahrzunehmen, mehr Raum zu nehmen. Und da gucke ich mal, wie sich das jetzt alles so weiterentwickelt. Da bin ich gespannt. Aber auch schön, auch da eine gute Ruhe. Also nicht zu meinen, boah, ich muss jetzt los und das muss doch endlich mal, sondern da weiß ich, das braucht, das kommt zur rechten Zeit. Mhm. So wie der Raum zur rechten Zeit gekommen ist. Ja, so. Wirklich, der war einfach, der war schon immer da. Ja, aber dann war er auf einmal für mich da. Ja, schön. Ja. Ja. Ist wirklich schön hier. Also im Moment noch irgendein Projekt, irgendwas, es ist wahrscheinlich Projekt genug. Tatsächlich. Also so wirklich in die Dinge, in den Atem, also ne, Middendorf Atem und also der Juni ist voll. Und dann bastle ich daraus mal so weiter und entdecke. Und das ist wirklich üppig und reichhaltig und glücklich gefüllt, kann ich sagen. Wirklich auch richtig. Glücklich. Danke. Wir wirken beide etwas erschöpft. Ja. Aber noch glücklich. Es ist so schön, dass wir hier so spontan warst, dass wir hier sein können. Das ist, und wir kommen halt wieder, weil Hamburg ist einfach natürlich auch ein Traum. Genau, ist eine Reise wert, würde ich sagen, ne? Oder? Ist eine Reise wert.